Hi Leute, das ist eine neue Ausgabe des DigiGuess Wochenrückblicks und in dieser Woche wollen wir über drei Themen sprechen. Das ist einmal die WLAN-Störerhaftung, dann die Host-Provider-Haftung und die Premiere des Films Democracy im Rausch der Daten. Unser erstes Thema ist die Reform der WLAN-Störerhaftung. In der vergangenen Woche haben wir schon darüber berichtet, dass es dazu eine Abstimmung im Bundesrat gab. Der hat der Bundesregierung, genau wie wir, empfohlen, die Störerhaftung bedingungslos abzuschaffen. Nun ist bekannt geworden, dass auch die EU-Kommission den Gesetzentwurf der Bundesregierung für problematisch hält. In dieser Woche hat Zeit Online von einem Dokument der EU-Kommission berichtet und in diesem Dokument legt die EU-Kommission dar, dass sie der Auffassung ist, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung gegen das Europarecht verstößt. Die EU-Kommission hat diese Prüfung im Rahmen der sogenannten TRIS-Notifizierung vorgenommen. Dort hatten auch wir eine Stellungnahme eingereicht und die EU-Kommission sieht es im Ergebnis genauso wie wir. Die Pläne der Bundesregierung verstoßen gegen die E-Commerce-Richtlinie und gegen das Grundrecht auf unternehmerische Freiheit. Näheres dazu erfahrt ihr in dem Artikel auf Zeit Online und in einem Video, in dem wir unsere Eingabe an die EU-Kommission näher erläutern. Links zu beidem findet ihr unten in der Videobeschreibung. Unser zweites Thema ist die Reform der Host-Provider-Haftung. Die soll Bestandteil desselben Gesetzespakets sein wie die WLAN-Störerhaftung. Hier geht es jetzt allerdings um die Haftung von Online-Anbietern wie zum Beispiel YouTube, Dropbox oder Wikipedia oder irgendwelchen anderen Anbietern, die im Internet Speicherplatz für nutzergenerierte Inhalte zur Verfügung stellen. Bisher gilt für diese Anbieter das Prinzip Notice and Takedown. Das heißt, sie haften nicht für rechtswidrige Inhalte, die Nutzer dort hochgeladen haben, solange die Anbieter keine Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Inhalte haben und die Inhalte sofort entfernen, sobald sie darauf aufmerksam gemacht werden. Das soll sich ändern. Künftig sollen sich Anbieter nicht mehr auf diese Erleichterung berufen können, wenn sie als gefahrgeneigter Dienst gelten. Die Voraussetzungen dafür sind allerdings derart schwammig formuliert, dass große Rechtsunsicherheiten entstehen. Geht das Gesetz also in dieser Form durch, wird künftig niemand mehr bereit sein, in Deutschland in diese Dienste zu investieren. Und damit droht uns das Aus für Innovationen im Bereich des Cloud Computings. Auch bei dieser geplanten Änderung sieht die EU-Kommission Verstöße gegen das Europarecht. Genau so hatten wir es auch in unserer Stellungnahme im Rahmen der TRIS-Notifizierung dargelegt und auch der Bundesrat hat in der vergangenen Woche empfohlen, diese Haftungsverschärfung nicht als Gesetz zu verabschieden. Weiterführende Links zu diesem Thema findet ihr in der Videobeschreibung. Unser drittes Thema ist der Film Democracy im Rausch der Daten. Noch vor der eigentlichen Premiere hat der Regisseur David Bernet diesen Film auf unserem netzpolitischen Abend vorgestellt. Die Dokumentation gibt Einblicke in die harte Lobbyschlacht um unsere persönlichen Daten. Sie begleitet die Entstehung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung und macht sehr gut greifbar, wie schwierig und kompliziert, aber auch wie wichtig es ist, auf europäischer Ebene für Privatsphäre und Datenschutz zu kämpfen. Ab dieser Woche ist der Film deutschlandweit in den Kinos zu sehen. Schaut ihn euch an und vielleicht nehmt ihr dabei eine Person mit, die denkt, Datenschutz ginge sie nichts an, weil sie nichts zu verbergen hat. Die Vorstellung des Films durch den Regisseur David Bernet haben wir für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, das war's schon wieder mit dem DigiGuess Wochenrückblick. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn ja, dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss!